Na dann, hallo ihr geilen Hechte und Hechtinnen. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia. Hier mit mir, dem Sticky Piston. Und wir wollen jetzt mal da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, wir haben gerade ordentlich dem Alchemisten was, glaube ich, auf die Schnauze gegeben. Und jetzt sterben wir natürlich erst einmal, so wie sich das hier für einen echten Let's Player bei hasute.de gehört. Und wir haben dem, ja, den Alchemisten auf die Schnauze gegeben, davor dem Krieger. Und jetzt können wir rein theoretisch, wenn mich meine Karte nicht ganz anlügt, nochmal dem Alchemisten da oben auf der Umme geben, bevor wir dann wieder zum Tempel müssen, mit den Lichtkeimen, die wir hier gerade eben nebenbei so ein bisschen einsammeln, eine neue Kraft freischalten. Und dann werden wir mal sehen, wem wir dann auf die Schnauze geben. Jo, ich würde sagen, so eine komische Konkubine hat sich ein paar Schäden verdient, bevor wir hier zum wiederholten Mal runterfallen. Einfach so, nur weil wir es können. Ja, es ist ja auch relativ scheißegal. Dieses Spiel ist ja zum Glück so gestaltet, dass es auch irgendwelche Bewegungslegastheniker wie ich irgendwann mal schaffen. Das heißt, man kann nicht sterben, wie der aufmerksame Zuschauer bis jetzt sicherlich schon mitbekommen hat. Okay, wir haben, glaube ich, vergessen, da oben unser Gebiet einzuloggen. Das tun wir mal fix. Und dann fragen wir mal die gute Frau Elika, wo es denn lang geht. Und mir scheint, wir müssen da lang. Was sich natürlich als relativ praktisch erweist, denn auf diese Art und Weise können wir hier drüben noch ein paar Lichtkämme mitnehmen. Was sicherlich nicht verkehrt ist. Denn auch wenn wir diese 170 gesammelt haben, brauchen wir tendenziell immer noch mehr. Noch viel mehr, denn wir haben noch eine, ja, ich glaube, wir haben erst eine Kraft am Tempel freigeschaltet. Und nach Adam Ries und meinen visuellen Wahrnehmungen gab es da noch drei, mindestens. Will heißen, wir brauchen noch eine ganze Menge von dem. Ups, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da war ein Haken, den habe ich nicht gesehen. Okay, es geht natürlich schon wieder gut los. Der gute Herr kommt gerade von der Arbeit, denkt sich, er braucht mal wieder ein paar neue Folgen und hat Bock zum Spielen. Und er versagt erstmal wieder gnadenlos. Es ist so wie immer. Aber. Oh, gucke, gucke. Hallo. Ja, genau. Dich brauche ich jetzt zum Abreagieren. Sehr geil. Okay, komm her, Alter. Okay. Nee, das war jetzt nichts. Okay, ich möchte hier eigentlich in eine Sprungkombo rein und dann möchte ich in eine Elika-Kombo rein und dann noch so ein bisschen auf die umhauen und dann wieder eine Sprungkombo und dann ist er nämlich schon wieder tot. Oh yeah. Ich würde sagen, dieser äußerst elegante Angriff hat meine ersten beiden Fails hier gleich zu Anfang schon wieder wettgemacht. Und die Elika ist heute wieder äußerst gesprächig. Na, schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Da kommen wir wieder raus. Ja, gehaltvoll wie immer. Wenn es einen Weg gäbe, diese Ballons zu benutzen, würden wir ziemlich viel Zeit sparen. Sobald wir fertig sind, werden sie zerstört. Wir können nicht zulassen, dass irgendetwas die fruchtbaren Gebiete gefährdet. Ja, das können wir wirklich nicht, aber ganz ehrlich, nur weil da so ein Alchemist irgendwelche Bälle mit Methan, Bälle, Ballons mit Methangas gefüllt hat und die oben ans Firmament gepinnt hat. Was? Sind die doch noch nicht böse, oder? Staub, Verwesung und Steine. Naja, gut, die Frau hat anscheinend ihre eigenen Moralvorstellungen. Und sie schickt uns da lang. Das kann sie sehr gut. Irgendwelche Leute irgendwo hinschicken. Es ist ja nicht so, dass wir sie überhaupt gar nicht bräuchten. Ohne sie wären wir, glaube ich, schon zigtausendmal gestorben. Aber naja, gut. Was ist denn da? Ist es da hinten schon wieder Alchemist? Das sieht so grün und ekelhaft aus. Die Chancen sind gut, dass es dort lang geht. Und, ach, hier oben geht's lang. Alles klar. Gut. Jetzt wieder nach links. Jetzt wieder nach links. Und schwupp, weiter geht's. Oh Mann. In ein paar Minuten haben wir hoffentlich aufgeräumt. Hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ohne, dass ich jetzt irgendeine Hempel-Familie angegriffen fühlen soll. Los. Alles klar, wo geht's lang? Okay, eine kleine Rutschpartie. Na dann, hüpfe die Hüpf, Prinz. Ah, das wird Mutti überhaupt nicht freuen, was du hier gerade wieder veranstaltest, Alter. Ganz ehrlich. Auch wenn sie Persil benutzt und das angeblich sehr gut sein soll, es gibt natürlich auch noch eine Reihe anderer netter Waschmittel, die ebenso zuverlässig reinigen wie Persil.
aber... Nee. Ja, doch, doch, du könntest deine Klamotten danach für die Werbung für irgendein Waschmittel verkaufen. Und so sagen, ja, auch dieses Waschmittel kriegt solche Verschmutzungen wieder raus. Das wäre ziemlich gut, Prinz. Da hast du doch gleich deinen Nebenjob gefunden, falls du hier mal rauskommen solltest. Okay, warte mal, auf den warten wir jetzt. Der kriegt jetzt auf die Schnauze. Ich muss mich gerade abreagieren. So, guck mal. Und jetzt geht das nämlich so, und dann geht es so, und dann war die Kombo leider schon wieder zu Ende. Ich glaube, die Variante habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Aber naja, gut. Ja, komm, warte, warte. Du wirst jetzt an die... Ach, Mist. Was ist denn bei dir gerade los? Wieso leuchtest du blau? Ah, ich glaube, das war jetzt gerade Zeit für einen Handschuhangriff. Ich habe es verplant. Ach, Mist. Aber so nicht, so nicht. Und jetzt wirst du an den Rand geprügelt. Oder ich werde verprügelt, je nachdem. Nickem, 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 nickem. Es ist unfassbar. Die sind so unberechenbar mit ihren Angriffen. Also mit dem Zeitpunkt der Angriffe, dass ich die wirklich ganz schwer einschätzen kann und die Kombos wirklich nur wirklich schwer unterbrechen kann. Jetzt hat's mal geklappt. Ja. Ich glaube, ich werde das Schwert abnutzen. Ja, das glaube ich allerdings auch, falls es nicht das schon ist und du deswegen immer so lange brauchst, um die Leute fertig zu machen. Okay, das passiert übrigens, wenn man einfach so freischnauze drauf losrennt. Das mag die gute Edeka gar nicht und sie schickt uns natürlich gleich wieder woanders hin. Mal sehen, ob das diesmal wenigstens stimmt. Ist ja nicht so, dass sie uns noch nie sinnlos irgendwo hingeschickt hätte. Und ich schiebe das jetzt ganz bewusst auf Elika und nicht auf mich. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Okay, da drüben ist eine Kraftplatte. Das kann erstmal so gar nicht verkehrt sein. Das sieht so aus, als ob wir uns da wieder hochkämpfen. Naja, was heißt kämpfen? Ja, sag mal, ist irgendwelche Störungen, Alter? In diese Richtung. Ja, ich weiß. Ich drücke nach rechts. Was habt ihr? Na komm, leckt mich doch. Sowas aber auch. Okay. Die Himmelstreppe. Seit 10, vielleicht 20 Generationen war niemand mehr hier. Jetzt sind die Platten wieder aktiv. Soll ich euch die Sterne vom Himmel holen? Diesen Spruch benutzt ihr sicher ständig. Gehen wir. Du alter Charmeur, ganz ehrlich, der Spruch war ziemlich schlecht. Wolltest du nicht gerade irgendwas sagen, Elika? Ja? Nein? Vielleicht? Auch nicht? Okay, lass es bleiben. Und ab geht die wilde Fahrt. Das werden meine Freunde nie glauben. Nee! Ach, das werden sie hoffentlich auch nie erfahren, was du hier für eine Kacke machen musstest, nur um weiterzukommen, ganz ehrlich. Uiuiuiui. Und rüber. Und wieder in die Mitte. Und nächste Kraftplatte, sehr gut. Ich verstehe dieses Bauwerk zwar nicht ganz, aber ist ja auch egal. So. Man hört nicht auf, oder? Wen haben wir denn da? Guten Tag, Jünzer. Ich glaube, du kriegst jetzt auf die Schnauze, so wie ich das gehört habe. Oder ich. Elika, Kombo und so eine Kombo. Und dann darf ich nochmal. Und tschüss. Oh yeah. Ich glaube, ich werde besser. Und nach diesem Spruch werde ich jetzt die nächsten 20 Minuten wahrscheinlich nur auf die Schnauze kriegen. Guten Tag, Elika. Ich dachte, die Soldaten wären von Ahriman verfluchte Menschen. Sind sie. Aber der Alchemist experimentierte mit ihnen. Er belieferte Ahrimans Armee mit Waffen und Maschinen aus purer Dunkelheit. Aus dem Zeug, was ihr überall rumklebt? Bäh. Erzählt mir nächstes Mal von Kriegsmaschinen, bevor wir zum Angriff übergehen, hä? Er hatte keine Zeit, viele Maschinen zu bauen, seit er frei ist. Das Schlimmste bleibt uns erspart. Jupp, das hört sich so an, als ob wir noch so eine Kriegsmaschine begegnen. Und ich hoffe, dass ich hier generell erstmal nur falsch liege. Uah. Vielleicht habt ihr es ja nicht verstanden, aber als ich sagte, erzählt mir von den Maschinen, meinte ich, erzählt mir alles! Der Alchemist kann Dunkelheit manipulieren und steuern. Auf dem Höhepunkt seiner Macht baute er daraus Maschinen, rollende Städte, die alles auf ihrem Weg zerstörten. Okay, nun wünschte ich, ihr hättet mir nichts davon gesagt. Man kann es ihm nicht recht machen. Ganz ehrlich,
rollende Städte aus dem schwarzen Matsch hier. Ekelhaft. Zeigt uns den Weg. Was sagt bloß? Okay, und hoch mit dir. Okay, 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 okay. Das ist kein Problem. Das ist auch kein Problem. Das ist auch alles noch kein Problem. Erschreckend einfach bis jetzt. Okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, aus diesem schwarzen Glibberzeug. Ja, finger mich nicht an. Hat der ganze Städte gebaut. Lecker. Das riecht nach Rätsel. Bitte nicht. Erkläre dich. Seid ihr sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Außen am Turm? Ich sehe keinen anderen Weg. Wir müssen diese Mechanismen erreichen. Ja. Das sind die Momente, für die ich dieses Spiel liebe. Okay. Wir haben hier 4 Kraftplatten. Die machen jetzt was? Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wo muss ich denn hin? Schätzelein? Ja, das kriegt man hin. Okay, also einmal hier hoch. Einmal zur Seite. Einmal zur Seite, sage ich. Und... warte mal. Gehen wir erstmal noch... ne, okay, ich kann anscheinend nicht weiter hoch. Dann muss das reichen. Und dann sind wir hier. Gut. Was ist das denn bitte? Das ist verfluchte Luft. Wenn ihr einatmet... wird das mein letzter Atemzug sein. Naja, wenn es nur nach oben geht, gehen wir nach oben. Wir müssen dort runter, um die anderen Kraftplatten zu erreichen. Nachdem wir dort drüben den ersten Mechanismus aktiviert haben. Dann beeilen wir uns. Ich möchte nicht mit einer Lunge voll Dunkelheit sterben. Nein, wer möchte das schon? Alter, das sieht ekelhaft aus. Habe ich jetzt irgendwie Zeitlimit? Ups. Das war jetzt nicht ganz so pralle. Habe ich jetzt irgendwie Zeitlimit oder so? Die Luft bewegt sich, aber sie wird auch nicht dünner. Okay. Verzeihung. Und jetzt so? Oh. Darunter? Ist uncool. Klasse, jetzt hänge ich hier fest. Und? Macht das Ding jetzt auf für mich. Nee, macht's nicht. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Okay, also ich kann darüber, indem ich den Mechanismus betätige. Okay. Kann ich jetzt irgendwie hier rüber? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Ihr hattet Glück. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ah, Mist. Vergessen die Taste zu drücken. Ich bin hier gerade mental am Überlegen, wie es ja weitergeht. Das heißt, wir müssen erstmal hier nach drüben. Gut, jetzt sind wir hier drinnen. Alles klar. Schafft ihr eure Nägel? Ja, du hast übrigens auch einen Clownhandschuh an. Heinz Junter. So, und dann ist doch eher die Frage. Warum hänge ich hier? Wenn es da unten Aua macht und es hier nicht so wirklich nach oben geht. Ganz ehrlich. Bitte wie? Bitte was? Bitte wo? Bitte wer? Hey? Okay, jetzt sterbe ich hier bestimmt gleich. Oder nein? Okay, ich sterbe noch nicht. Das ist schon mal gut. Bin ich hier oben? Bringt mir das irgendwas? Alles klar. Okay, ich glaube, hier komme ich schon mal weiter hoch. Das ist schon mal super. Und jetzt will mich wieder irgendwelches... So, jetzt sind wir aber nicht wirklich weitergekommen. Warte mal. Wenn ich jetzt da einen weiten Sprung mache, dann komme ich auch nirgendwo hin. Ich muss mehr oder weniger... Warte mal, kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht.